Liebe Oldenburg, ich darf Sie zu einer neuen Veranstaltung der Ringvorlesung Philosophie, Schreiben im Exil, Heine und die Folgen begrüßen. Heute ist mein Gast im Studio Dr. Ulrich von Bülow vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar. Herr Dr. Bülow, Sie sind Leiter der Archivabteilung in Marbach, die eine große Menge von Nachlässen auch verwaltet, betraut, die sich dem Exil widmen. Sie sind selber als Wissenschaftler auch Autor und haben zuletzt über diese Arbeit, über einzelne Nachlässe ein Buch geschrieben, das möchte ich mal vorzeigen auch. Das heißt Papierarbeiter, Autoren und ihre Archive. Ein Buch, in dem Sie an Materialien, Quellen, Leben und Wirken der Exilautoren beschreiben. Heute im Gespräch soll es zum einen um Marbach als Ort der Betreuung von Exilnachlässen gehen, das eine große Tradition hat, und um einzelne Exilautoren, die Sie selbst eben auch bearbeitet haben. Vielleicht können wir beginnen mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar, das vielen bekannt ist aus der Presse, aus Berichten von Funk und Fernsehen, aus Zeitungen. Wie kommt das Literaturarchiv dazu, sich für das Exil zu interessieren? Was ist die Geschichte der Exilliteratur in Marbach? Ja, also die Geschichte von Marbach reicht zurück bis ins Jahr 1902. Es wurde gegründet auf Anregung übrigens des Philosophen Wilhelm Dilthey als eine Stätte, wo Nachlässe, Bücher, überhaupt Zeugnisse zur zur Literatur und Geistesgeschichte gesammelt werden. Aber 1902 dachte man das noch regional. Es sollten schwäbische Geistesgrößen, Autoren gesammelt werden. Und im Jahre 1955 wurde dann das Deutsche Literaturarchiv gegründet mit dem sehr viel weiteren Sammelauftrag, nämlich jetzt sollte alles gesammelt werden, was zur deutschsprachigen Literatur- und Ideengeschichte gehört. Mhm. Und das war natürlich eine Riesenausweitung. Und der damalige Gründungsdirektor Bernhard Zeller, der stand vor der Aufgabe, jetzt auch sozusagen zu sammeln. Und das ist eigentlich, man könnte fast sagen, ganz natürlich. Er sollte Autographen, Bücher sammeln aus dem 20. Jahrhundert. Und wenn man die Literatur und Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts betrachten möchte und sammeln möchte in repräsentativer Auswahl, dann kommt man natürlich auch auf Exilliteratur. Und das große Verdienst von Bernhard Zeller war, dass er da gar keine Scheuklappen hatte, sondern im Gegenteil, er hat das geradezu als einen auch moralischen Auftrag gesehen, die Schriftsteller und Philosophen, die aus dem Land vertrieben worden waren, wieder wenigstens in einem Archiv heimisch zu machen. Das heißt, Marbach war ein Ort, das entgegen sonstiger Gepflogenheiten keine Scheu hatte, sozusagen das andere Deutschland, was vertrieben worden war, zurückzuholen, aufmerksam zu sein und an das zu erinnern, was nach 1933 passiert ist. Ganz genau. Und Bernhard Zeller, der hat es wirklich, ohne das groß eigentlich auf die Fahnen sich zu schreiben oder groß damit zu protzen, hat er es einfach gemacht. Ja. Das ging so weit, dass er einen Gelehrten, Eduard Behrendt, einen großen Jean-Paul-Forscher, der an der historisch-kritischen Ausgabe der Preußischen Akademie mitgearbeitet hatte und 1933 ins Exil gezwungen wurde nach Genf, diesen Eduard Behrendt hat er nach Marbach geholt. Ja. Der sollte in Marbach eine Stätte haben, wo er weiterarbeiten kann. Einige Jahre später hat er Kurt Pintus geholt. Kurt Pintus war der legendäre Lektor im Kurt-Woll-Verlag, der die expressionistische Sammlung Die Menschheitsdämmerung herausgegeben hatte. Er war im amerikanischen Exil und ist dann zurück nach Deutschland gekommen, nach Marbach. Und hat dann in Marbach gewohnt, gelebt und war eine bekannte Erscheinung in der Stadt und im Archiv. Oder ein anderes Beispiel ist Käthe Hamburger. Käthe Hamburger ist eine Literaturwissenschaftlerin, die im schwedischen Exil war, dann, wie das eigentlich fast üblich war, keinen Ruf bekam an deutschen Universitäten. Aber das Deutsche Literaturarchiv in Gestalt von Bernhard Zeller hat mit ihr Kontakt aufgenommen und sie bekam einen Lehrstuhl in Stuttgart. Fritz Martini hat da eine große Rolle gespielt und war also auch eine
eine ständige Besucherin in Marbach. Mhm. Und nicht nur Besucherin, sondern es gab einen richtigen Kreis dort von Leuten, die alle irgendwie mit dem Exil zu tun hatten. Dazu zählen auch dann Witwen von Schriftstellern, zum Beispiel Margot Ruben, die Witwe von Karl Wolfskehl, der den es ja bis nach Neuseeland verschlagen hatte im Exil. Oder auch Ellen Otten, die Witwe von Karl Otten, dem Expressionisten, der erst in London, später in Locarno war. Also diese ganze Kreis von Exilanten war in Marbach präsent und die haben auch Bernhard Zeller als Direktor beraten, weil die sich natürlich sehr gut auskannten in ihrer Lebensgeschichte, hatten sie viele andere Exilanten, Schriftsteller getroffen und das war natürlich für Bernhard Zeller auch eine wertvolle Beratung. Und war es auch so, dass dann durch diese Dichter, die oft dem Expressionismus nahestanden, dann diese berühmte Ausstellung 1960 auch in Marbach hat stattfinden können? Ja, so ist es. Also das liegt auch irgendwie in der Natur der Dinge. Wenn Sie überlegen, 1955, so in den späten 50er Jahren begann man zu sammeln, dann ging es eigentlich auch um die Generation der damals so 70, 80-Jährigen. Das war aber die Generation der Expressionisten, die um 1890 geboren waren. Und diese Expressionisten waren auch häufig Exilanten. Das liegt einfach in der Generationserfahrung sozusagen dieser Leute. Und ihre Ausrichtung waren sozusagen auch Avantgarde-Leute, die durchaus nach 33 Schwierigkeiten bekamen. Einmal das war die politische Ausrichtung auch. Und es war auch häufig waren es Leute jüdischer Abstammung. Das ist eben ein Zeichen der deutsch-jüdischen Kultur auch gewesen. Wir hatten letzte Woche Thomas Spahr mit dem Exil in Jerusalem im Gespräch. Hier gehört auch dort jemand wie Else Lasker-Schüler zu diesen Exilanten? Else Lasker-Schüler war in Jerusalem zum Schluss, viele Jahre an der Schweiz, ohne da groß Heimstatt zu finden. Und von Else Lasker-Schüler, ja, das ist ein Punkt, der für ein Archiv auch wichtig ist. Die Nachlässe von Exilautoren sind häufig überhaupt nicht so gut erhalten wie Nachlässe von Autoren, die ihr ganzes Leben an einem Ort gelebt haben. Und bei Else Lasker-Schüler ist es auch so, dass der Nachlass heute vollkommen zerstreut ist. Es gibt Teile in Jerusalem, in Wuppertal und wir haben auch eine große Sammlung. Und diese Sammlung, die wird immer mehr auch angereichert. Ja? Also wir haben jetzt gerade vor ein paar Monaten einen großen Briefwechsel, 64 Briefe von Else Lasker-Schüler erwerben können auf einer Antiquariatsmesse in Stuttgart. Nämlich Briefe, vollkommen unbekannt bisher, an einen Herrn Beversen, einen Mäzen in Holland, in dem sie über viele Jahrzehnte schon eigentlich berichtet immer über ihr Leben. Also ganz hochinteressante Quellen. Inzwischen gibt es auch eine Ausstellung darüber die gab es in Berlin und die ist jetzt nach Marbach gezogen. Aber das ist ein typisches Beispiel. Marbach sammelt ja nicht, also das ist nicht getan, wenn wir einmal einen Nachlass erworben haben, sondern wir bemühen uns auch aus verschiedenen Quellen, den zu ergänzen. Weiter zu bestücken, je nachdem, was auf dem Markt auch auftaucht. Genau, weil die Briefe eines Autors, die sind ja meistens nicht in seinem Nachlass, sondern bei den Adressaten oder deren Erben. Man kann also sagen, Marbach ist ein Ort, wo sozusagen das Exil eine deutsche Topografie gefunden hat, wo es sozusagen auch beheimatet ist. Ja, das kann man wirklich sagen. Sehr viele danach. Es gibt auch andere Archive, die Exilnachlässe sammeln, aber Marbach ist ein Ort, wo sich viel konzentriert. Auf jeden Fall. Und auch verschränkt zwischen den Nachlässen wahrscheinlich auch ein Stück. Natürlich. Also die Autoren schreiben einander. Wir haben inzwischen 1700 Nachlässe, aber es gibt auch große Verlagsarchive. Und natürlich überall kommen Exilautoren vor. S. Fischer zum Beispiel, oder? S. Fischer wäre ein Beispiel für einen Verlag, der selber im Exil war. Da sind viele Materialien, das ist eben die typische Situation, auch heute noch in Stockholm. Aber natürlich war Exil auch ein großes Thema, beispielsweise im Suhrkamp Verlag. Und deshalb ist auch der Suhrkamp Verlag voller Exilautoren und deren Briefe und so weiter.
Und den haben Sie auch seit einigen Jahren im Haus, genau, den Surkamp Verlag. Ja, das ist schon einige Jahre bei uns. Wenn wir, Sie haben immer Stichwort Stockholm genannt, jetzt zu Autoren kommen, die im Exil waren, die mit ihren Nachlässen in Marbach liegen und die Sie selber auch als Literaturwissenschaftler zum Teil näher beachtet haben, über Sie geschrieben haben, ist dort eine Nobelpreisträgerin ins Exil gegangen und dorthin Nelly Sachs, die 66 den Nobelpreis zugesprochen bekam für ihr dichterisches Werk. Mhm. Und bei diesem Nachlass hat es ja so eine Besonderheit auf sich, dass sie selbst eigentlich den Nachlass nicht zu Ihnen gegeben hat. Nein, der Nachlass kam, als sie starb, 1970 in die Königliche Bibliothek in Stockholm. Aber vor einigen Jahren bekamen wir einen wertvollen Teilnachlass. Und das war erst gar nicht richtig klar, woher das kommt. Inzwischen haben wir danach geforscht. Und wir haben erfahren, dass da eine richtige Geschichte hinter steckt, ja. Ja, wie ja oft bei solchen Nachlassdingen. Ja. Und diese Geschichte ist die, dass Nelly Sachs ist 1940 buchstäblich in letzter Minute mit dem letzten Flugzeug, was noch möglich war, zusammen mit ihrer Mutter nach Stockholm geflüchtet. Da spielte Selma Lagerlöf und der Prinz Bernadotte eine Rolle, die das ermöglicht hatten. Also renommierte Größen, die sagten, diese junge Frau mit ihrer Mutter soll gerettet werden. Ja, genau. Überhaupt muss man ja sagen, dass die Schweden da sehr viel getan haben, auch sehr gastfreundlich waren und einen Blick hatten für die Not der Leute. Und sie kam dann in Schweden an und hatte Quartier gefunden in einem Haus, was einer jüdischen Organisation gehörte. In diesem Haus wohnten also lauter Flüchtlinge aus, nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa, die praktisch das Schicksal dorthin verschlagen hatten und die zum großen Teil furchtbare Geschichten hinter sich hatten. Und eine Nachbarin, die unmittelbare Nachbarin von Nelly Sachs, war eine ungarische Jüdin namens Rosi Wosk. Rosi Wosk hat selbst Auschwitz überlebt. Sie stand zweimal vor dem berüchtigten Lagerarzt Mengele, war dann in Bergen-Belsen und wurde dann auch durch schwedische Hilfsorganisationen gerettet. Und diese Nachbarin, die freundete sich nur an mit Nelly Sachs. Und Nelly Sachs, die ja immer stärker unter Verfolgungswahn litt und immer mehr... Also psychisch krank war sie vielleicht. Psychisch krank, oft auch in Behandlung. Ja. Und sie hat dann auch wohl aus Angst vor den imaginären Verfolgern öfter bei Rosi Wosk übernachtet. Und hat mal Fernsehen geguckt. Rosi Wosk hatte einen Fernseher, Nelly Sachs nicht. Also die waren wirklich befreundet. Das heißt, die eine, die Freundin, hat sozusagen die Verfolgung wirklich erlebt. Genau. Und die Dichterin hat davon gehört und das imaginiert. Genau. Also bei Nelly Sachs war es ja so, dass sie eigentlich erst im Exil begann, sich als Jüdin auch zu fühlen und auch mit der Tradition des Judentums sich zu beschäftigen. Also mit der Kabbalah, mit Martin Bubers Schriften und so weiter. Und gleichzeitig hat sie auch mit der Leidensgeschichte der Juden im Dritten Reich sich beschäftigt, auch nach 1945 natürlich. Und hat darüber geschrieben. Das ist auch ihre Art, Gedichte zu schreiben, die hat sich ja vollkommen verändert. Sie hatte früher romantische Gedichte geschrieben mit schönen Naturbildern und dann später diese karge, fast hermetische Prosa, wo es um universelles Leid ging. Und dafür war, glaube ich, diese Bekanntschaft mit Rosi Wosk, aber auch mit den anderen Bewohnern dieses Hauses eine wichtige Quelle, kann man so sagen, oder ein wichtiger Anstoß. Das heißt, zum Beispiel ein Titel, das, glaube ich, erwähnten Sie einmal in Ihrem Aufsatz, wie Wohnung des Todes, Ihres ersten Gedichtbandes, könnte auch ein Stück daher rühren, dass im Grunde dieses Heim, in dem sie lebte, Wohnungen waren, in denen Menschen, die Todeserfahrung oder Todesnäheerfahrung hatten, ihr davon erzählten. Genau, also das ist, poetische Worte sind immer sehr vieldeutig, aber auch das könnte eine Bedeutungskomponente sein, die da eine Rolle spielt. Ne? Und diese Rosi Wosk, das ist eben jetzt, darauf müssen wir jetzt kommen, Rosi Wosk, die hat eben hinterlassen eine ganze Sammlung von Dokumenten von Nelly Sachs. Das sind also Fotografien ihrer Eltern,
ihre Häuser dort, wo sie gewohnt hat, in Berlin. Es sind frühe Gedichte, es sind die ersten Veröffentlichungen feinsäuberlich eingeklebt in Alben und es sind spätere Gedichtmanuskripte oder auch Prosatexte. Und haben uns natürlich gefragt, wie kommt es, dass die Nachbarin jetzt diese ganzen Sachen hatte. Wir wissen es nicht ganz genau, aber vermutlich oder möglicherweise hat Nelly Sachs auch aus Angst vor den imaginären Verfolgern eben besonders wichtige Sachen in Sicherheit bringen wollen. Und damit dort deponiert. Genau. Und das ist so, wenn man sich die Geschichte, das ist immer gut, wenn man einen Nachlass betrachtet, sich auch zu fragen, wie kommt das eigentlich? Welche Stationen haben die Sachen hinter sich gehabt? Und wenn man sich vor Augen führt, wie die Geschichte dieser Dinge war, dann muss man eben zurückgehen auf die Situation 1940. Die beiden Damen, Nelly Sachs und ihre Mutter, hatten nur einen Koffer, den sie wahrscheinlich in letzter Minute gepackt haben. Und das war alles, was sie mitnehmen konnten. Das war eigentlich ein großbürgerliches Haus. Und in diesen Koffer haben sie sicherlich das gepackt, was ihnen am wichtigsten war. Also Erinnerungsstücke, Fotos der Familie und Briefe und so weiter. Und diese Sachen, die sind eben jetzt durch diesen Umweg bei der Nachbarin gelandet und von ihr nach Marbach gekommen. Das heißt, der schriftliche Nachlass ist zum großen Teil in der Stockholmer Bibliothek, genau. Während diese persönlichen Erinnerungsstücke aus der Familie, Bilder, Fotografien, Schmuck vielleicht auch bei Ihnen in Marbach ist. Genau, aber da sind auch sehr viele so zum großen Teil auch unveröffentlichte Gedichtmanuskripte und auch Manuskripte von Prosaarbeiten. Aus der späten Zeit auch. Und da sieht man eben, es gibt ja sogar so Zettel, wo Nelly Sachs in dramatischen Dichtungen quasi das Erlebnisse von ehemaligen KZ-Häftlingen, die dann gerettet wurden, verarbeitet. Wo man sich durchaus vorstellen könnte, dass vielleicht Rosi Voss ein Vorbild auch war, das heißt, die in ihre Dichtung dann möglicherweise eingegangen ist. Also man könnte auch fast so sagen, dass ihre hohe Sensibilität für Leiden, ihre wunde Vorstellungskraft dann dazu führt, dass sie in ihren Dichtungen diese Sachen plastisch darstellt, auch steigert ein Stück, dramatisiert, sodass quasi die Nachwelt diese dramatisierten Geschichten vor Augen hat, um über das Leid nachzudenken, was ehemals passiert ist. Ja. Sehr beeindruckend ist auch dort eine Art Tagebuch, was die Rosi Voss geführt hat. Die konnte nicht sehr gut Deutsch, das war ja keineswegs ihre Muttersprache, aber man kann es so verstehen. Und sie hat wohl auch gewusst, dass es eine bedeutende Dichterin ist, ihre Nachbarin, und beschreibt nun, zum Beispiel, wie Nelly Sachs 1970 Paul Celan getroffen hat, wie sie zurückkam, völlig verstört. Oder 1961, als die Eichmann-Prozesse waren. Da gab es dann einen Streit zwischen den beiden Damen, wo Nelly Sachs gesagt hat, man kann eigentlich ein so universelles Verbrechen, ein so großes Verbrechen, das kann man gar nicht sozusagen juristisch, strafrechtlich bearbeiten. Und darauf war dann Rosi Voss, dann hat sie einen Dialog wiedergegeben in ihrem Tagebuch. Sie war da vollkommen anderer Meinung. Ja. Die meinte, der muss selbstverständlich bestraft werden und hart bestraft werden. Aber das waren eben schon, das geht schon sehr in die Poetologie und, und in die Ethik auch von Nelly Sachs, die eben auch aus ihrer Beschäftigung mit der jüdischen Mystik den Gedanken gewonnen hat, dass man eben auch schuldig wird, wenn man Verbrechen bestraft oder rächt. Und sie hat da eine große Verzeihungsmoral sozusagen daraus gelesen, die Rosi Voss nun aufgrund ihrer Erfahrung oder aufgrund ihrer auch anderen Einstellung überhaupt nicht verstanden hat. Aber das ist interessant, dass man hat in dem Tagebuch und überhaupt das Gefühl, dass wirklich dieses Leid der Juden in all den Jahren, in denen Nelly Sachs dort in Stockholm in diesem Haus gelebt hat, vollkommen präsent war. Sie haben im Weiteren einen Nachlass bearbeitet oder einen Autor mit seinem Werk, Stefan Zweig, der ganz woanders im Exil lebte, am Ende in Brasilien, dort auch 1942 durch Suizid verstarb, und der in seinen
frühen Exiljahren über das Mitleid geschrieben hat. Und ja. Vielleicht können Sie das, es ist hoch aufschlussreich, wo man den Eindruck hat, da wird eigentlich eine Thematik, die im Exil sehr präsent ist, im historischen Kleid auch beschrieben. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ja, also bei Stefan Zweig ist es ähnlich wie bei Nelly Sachs oder auch Else Lasker-Schüler. Der Nachlass ist verstreut. Wir haben eine Sammlung und konnten die anreichern durch ganz besondere Stücke, nämlich durch eine Ansammlung von vielen Fassungen seines einzigen Romans, Die Ungeduld des Herzens, den er im Exil geschrieben hat, und zwar im Londoner Exil noch. Also er war 1934 bis 1940 in London und ging dann erst nach Südamerika. Und in diesen Londoner Jahren hat er eben diesen Roman geschrieben, neben manchen anderen Dingen. Und da geht es in der Tat um das Mitleid. Es spielt im Jahre 1938, was die Rahmenerzählung betrifft. Mhm. Das spricht schon dafür, dass es wollte auch einen aktuellen Bezug herstellen. Mhm. Aber die Binnenhandlung, die spielt vor dem Ersten Weltkrieg, handelt von einem Offizier der KUK-Armee, der in irgendeiner Garnisonsstadt weit ab von Wien eine Frau kennenlernt, die behindert ist, mhm, und zu ihr entwickelt er eine Beziehung, die schwankt zwischen Liebe und Mitleid. Und es ist die große Frage für ihn besteht darin, wie er sich zu dieser Frau verhält, die ihn liebt, aber die er eigentlich nur bemitleidet. Aus welchem Grund? Was ist ihr Problem? Wo liegt die Behinderung? Ihre Beine sind gelähmt. Mhm. Aber das geht eben so weit, dass er aus Mitleid sich mit ihr verlobt und dann diese Verlobung aber wieder verleugnet vor seinen Kameraden. Mhm. Und am Ende bringt sie sich um und er gibt sich wahrscheinlich mit einigem Recht auch die Schuld daran. Aber das führt ihn dazu, über das Mitleid nachzudenken. Und nicht nur das, sondern auch alle übrigen Figuren in dem Ensemble, der, mhm, Vater von dieser behinderten Frau oder auch der Arzt, mhm, von ihr, alle reflektieren darüber, was ist Mitleid eigentlich? Mhm. Ist das... wie geht man damit um? Und wenn man sich überlegt, dass Stefan Zweig das eben 1938 geschrieben hat, und dann denk ich schon, dass es einen sehr aktuellen Bezug hat. Mhm. Und er hat das eben, das sieht man eben sehr schön an den verschiedenen Fassungen, mhm, dass Stefan Zweig hat eigentlich erst angefangen zu schreiben, um es mal überspitzt, mhm, zu sagen, als die Druckfahnen schon da waren. Starke Überarbeitung kommt vor. Unendlich überarbeitet. Also für jeden Drucker ein Kraus. Für den Drucker ein Graus, aber für den Forscher ein Segen, ja, weil man da eben sehen kann, wie die Gedanken sich entwickeln. Mhm. Und gerade die Kernstellen, wo es um das Mitleid geht, die hat er ganz stark überarbeitet. Und er hat auch Bezug genommen in dem Roman auf zwei Philosophen, und zwar auf Schopenhauer und auf Nietzsche. Und das ist kein Zufall, dass diese beiden Philosophen sich ganz konträr zum Mitleid geäußert haben. Heißt, da kommt die Ideengeschichte auch rein in die Literaturhistorie. Genau, kann man sagen. Und Stefan Zweig hat Philosophie studiert damals in Wien. Ja. Also Schopenhauer hielt ja das Mitleid oder überhaupt das Mitgefühl für die Grundlage jeglicher Ethik, wogegen Nietzsche das Mitleid als ein Kernelement der sogenannten Sklavenmoral eben denunziert hat, als die Moral der zu kurz gekommenen. Das heißt, ein richtiger Angriff gegen das jüdisch-christliche Denken, genau, des Sorgens um den anderen, mhm, der Gerechtigkeit, die man herstellen muss, auch im Blick, ja, auf den anderen. Mhm. Und genau, und dieses kann man eben sehr schön an diesen verschiedenen Fassungen sehen, aber auch rein vom Äußeren ist dieses Buch ein Dokument des Exils. Denn Stefan Zweig hat, nachdem er diesen Roman beendet hat, was er sonst nicht, mhm, getan hat, alle Fassungen nicht nur aufgehoben, sondern einen Buchbinder gegeben. Der hat es gebunden und dann hat er das Ganze einem Bekannten gegeben, einem Verleger, der hatte so einen Pressedruck, Lord Carlo, mhm, mit Namen. Und zwar vermutlich hat er ihm das darum geschenkt, weil dieser Lord Carlo einer der Bürgen waren, als es darum ging, Stefan Zweig die britische Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Das heißt, ein Autograf, der verschenkt wird aus Dankbarkeit, ja, und der dann wiederum der Forschung später die Möglichkeit gibt,
diese Entwicklung des Mitleidsgedankens im Kontrast zwischen Schopenhauer und Nietzsche darzustellen, auch gespiegelt im Grunde in der Zeitgeschichte dann. Ja, also das ist natürlich, ich denke mir, dass dieses Thema des Mitleids, das war damals den zeitgenössischen Lesern durchaus bewusst, dass das ein aktuelles Thema ist und kein Thema, was jetzt ein spezielles Thema von der Zeit von 1914. Wann erschien der Roman? Ist der noch? Der ist 39 erschienen. Oh ja. Also 38 spielt die Rahmenhandlung, also ganz aktuell, und 39 ist es erschienen. In Stockholm bei S. Fischer oder? Ja, ich glaube, die hatten da so ein Konsortium. Mhm. Mehrere Verlage hatten sich zusammengeschlossen. Und das ist in Holland gedruckt. Also die Druckfahnen, die auch vorhanden sind, die stammen aus Holland. Bei Querido, glaube ich. Mhm. Und interessant nochmal zum Thema Mitleid, dass gerade dieser Roman, der wurde verdramatisiert auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und wurde in Berlin aufgeführt. Weil es eben das Thema Mitleid auch dort natürlich was ganz Zentrales ist. Das ist ein ganz zentraler Begriff, ein zentraler Wert der europäischen Tradition. Und diese Tradition sah Stefan Zweig im Exil bedroht. Und deshalb wollte er das nochmal genauer untersuchen. Und gibt es in Ihren Nachlassbeständen auch Zeugnisse für die späteste Zeit in Brasilien? Sind da bei Ihnen Dokumente vorhanden in Marbach? Ja, wir haben jetzt ein Projekt in Marbach, das nennt sich Global Archives. Da suchen wir nach Archivalien auch anderswo zu unseren Autoren, die wir gar nicht unbedingt nach Marbach holen wollen, aber die wir irgendwie als solche identifizieren wollen. Und vernetzen wollen sozusagen. Und vernetzen wollen, genau. Und da hat sich herausgestellt, dass es in einer Bibliothek dort in Brasilien noch einen Teil der Bücher gibt von Stefan Zweig. Wir haben sonst aus dieser Zeit, glaube ich, nicht sehr viel, aber wir haben eine Kopie, also eine Abschrift seines Abschiedsbriefes, diese sogenannte Declaratio, in der er eben schreibt, dass er also kein Morgenlicht mehr sieht und an den Umständen verzweifelt und nun als allzu Ungeduldiger seinem Leben ein Ende setzen möchte. Eine Abschrift, kein Original, aber die Abschrift ist auch bei Ihnen. Ja, es kann sein, dass es kein Original in dem Sinne gibt, sondern dass es in mehreren Abschriften überhaupt das Dokument überhaupt vorhanden ist. Wir haben ersten Blick nach Nordeuropa geworfen, jetzt einen Blick nach Südamerika, wo sonst wenig Exilanten auch gelebt haben, nur sehr spärlich, hingegen Nordamerika sehr viele. Ein Land oder ein Kontinent, kann man sagen, auf der Grenze Europa, Asien, die Türkei war aus seltsamen, merkwürdigen Verhältnissen neben Nordamerika ein wichtiger Ort des Exils, wo gerade nach 33 viele Gelehrte hingingen, in Istanbul, in Ankara an den Universitäten. Und ein Gelehrter, über den Sie auch geforscht haben, jetzt jüngst auch bei uns im Jaspers Jahrbuch wieder, ist Erich Auerbach, der Romanist und Philologe. Was hat Sie mit Auerbach verbunden? Also was ist das auch im Archiv? Wie kamen Papiere von Auerbach nach Marbach? Ja, also ich weiß gar nicht genau, wann die Papiere nach Marbach kamen. Ich glaube, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kamen die ersten Papiere aus Amerika von dem Sohn von Auerbach. Und wir haben aber jetzt vor 2 oder 3 Jahren nochmal weitere Papiere bekommen, vor allen Dingen auch große Teile der Bibliothek von Erich Auerbach. Durch wen? Durch den Enkel wiederum. Das ist der Sohn des Sohns. Der dort noch lebt? Der dort noch lebt, genau. Und haben Sie da was mit zu tun gehabt? Oder wie stellt man sich das vor? Rufen die Leute an? Fahren Sie dorthin? Wie passiert sowas? Ja, also das gab Vorgespräche. Da waren manche auch von sozusagen Bekannten des Archivs. Wir haben ja viel Kontakt auch mit Forschern. Die hören wieder von sowas, sagen uns Bescheid, besprechen die Sachen. Und dann im letzten Stadium sozusagen fahren wir dahin. In dem Fall war ich das. Und wir haben dann dort in Virginia, in dem schönen Ort Savannah, habe ich dann dort bei dem Herrn Auerbach die Papiere angesehen, also sprich die Bibliothek und die Dinge, die sonst noch da waren. Und dann haben wir uns
beraten. Die Bücher waren in einem schlechten Zustand, die waren in einem Storage dort gelagert, in einem schlechten Südstaatenklima sozusagen. Sehr feucht sozusagen. Die waren feucht. Und wir haben dann verhandelt, sind uns einig geworden und dann kam die per Paket. Also wir haben das einfach mit Paketdienst, mit vielen, vielen Paketen, die kamen dann nach und nach in Marbach an. Und dann haben wir die restauriert und aufgestellt und so. Und jetzt ist es eine wichtige Quelle für die Forschung inzwischen. Und Ihre eigene Forschung mit Auerbach, was war Ihnen wichtig, als Sie über Auerbach forschten? Was ist das, was Sie sozusagen mit diesem Philologen, der Mimesis geschrieben hat, ein Buch zur Weltliteratur, was verbinden Sie mit Auerbach? Ja, also Auerbach ist ein großartiger Literaturwissenschaftler. Sein Hauptwerk Mimesis, das ist ein Standardwerk immer noch. Und das, Auerbach ist eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass Schriftsteller, Gelehrte, die im Exil waren, keineswegs immer unproduktiv waren, sondern für manche hat die Zeit des Exils auch produktionssteigernd gewirkt. Das heißt bei Auerbach? Bei Auerbach ist es einfach so, dass er sein Hauptwerk im Exil in Istanbul geschrieben hat. Er sagt dazu, dass es auch eine Rolle gespielt hat, dass er eigentlich nicht die Möglichkeit hatte, bis ins Letzte in Bibliotheken die Sekundärliteratur anzusehen. Also es ist wohl nicht so, dass es gar keine Sekundärliteratur gab, aber es gab wenig. Und, wenn man sozusagen, er war daran gehindert, sozusagen jetzt sozusagen viele Meinungen noch einzuholen und zu verarbeiten und hat sich da sehr, anstattdessen hat er sich konzentriert auf die Texte selber, die wir zum Teil, wir wissen zum Teil aus welchen Büchern er das entnommen hat und hat dann an einzelnen Textstellen auf wirklich geniale Weise eine ganze Welten entfaltet und nicht nur das, er hat sozusagen im Hintergrund auch sich die Frage gestellt, wie hängt die griechische Tradition mit der Tradition des jüdisch-christlichen zusammen und wie haben beide den modernen Realismusbegriff geprägt und eben so zur Entstehung verholfen. Und das sind also ganz große Linien, wo ich mir vorstellen kann, dass er weil er wirklich eigentlich nur die Primärtexte vor sich hatte und diese bestimmten Textstellen, dass er sozusagen, dass das diese Beschränkung ihm auch geholfen hat, diese großen Linien zu ziehen. Das heißt, ein deutscher Gelehrter, der sonst auf Ausführlichkeit, auf Abklärung anderer Bezüge aus ist und Angst hat, irgendetwas zu vergessen, was die Fachkollegen ihm vorhalten könnten, wird sozusagen am Rand Europas, wo es keine Bücher gibt, wo es keine große Fachdiskussion gibt mit Fachkollegen, ermutigt in einer gewissen Weise, einfach zu schreiben, was ihm wichtig ist. Ja. Und wenn ich es richtig sehe, ich glaube, Sie haben ja zuletzt auch über die Anfänge von Auerbach geschrieben, als Student 1918, 19 in den Kriegswirren. Das war für mich sehr aufschlussreich, dass letztendlich sozusagen die Kerne, die Anfänge, die Keime des späteren Schreibens viel früher auch gesetzt worden sind. Ja, teilweise kann man das beobachten, teilweise kann man aber auch sehen eine wirklich enorme Wandlung. Also wir haben innerhalb dieser Bücher gab es ein kleines Heft, ein Notizheft, das ist so ein Tagebuch, aber mit gar nicht vielen Einträgen, genau aus dem Kriegswinter 1918-19. Also es beginnt, das war in die Bücher eingelegt. Genau, das war so ein schwarzes Heft. Und es beginnt damit, dass Auerbach schildert, wie er verletzt aus dem Krieg kommt. Er hat ja am Krieg teilgenommen, und zwar an vorderster Front. Und wie er dort als Verletzter erst in Straßburg, dann in Berlin erlebt, wie die Revolutionäre auf den Plan treten. Und in der Novemberrevolution. Die Novemberrevolution und diese ganzen Wirren, die damit verbunden sind, diese starken polarisierten Kämpfe zwischen rechts und links, zwischen den Nationalisten und den Sozialisten, Internationalisten, das hat ihn alles sehr beschäftigt. Aber andererseits hat er sich auch vor diesen Wirren sozusagen in die Arbeit geflüchtet und hat dort schon
wenn man das sieht, das war vielleicht ähnlich wie heute in Corona-Zeiten, eine Zeit, wo es keinen regelmäßigen Universitätsbetrieb gab. Man musste sich selber bilden, wenn man das wollte. Das hat er getan und hat da schon viele dieser großen Werke, über die er später in Mimesis geschrieben hat, auch schon damals gelesen und übersetzt und so weiter. Mhm. Aber wenn man jetzt seine politische Einstellung betrachtet, dann sieht man, dass er damals vollkommen Thomas Mann anhing, auch in politischer Weise. Also dem unpolitischen Thomas Mann. Genau, den Betrachtung eines Unpolitischen, die ja keineswegs unpolitisch sind, sondern das ist ja eine wirklich streng nationalistische Sicht, die wirklich auch mit sehr, sehr groben Feindbildern operiert. Mhm. Und es ist eine Sicht, die später Thomas Mann ja auch vollkommen revidiert hat. Mhm. Aber bei Auerbach, er hat damals ebenso gedacht, er hat eigentlich nationalistisch gedacht, muss man aus dem Tagebuch entnehmen. Und diese Sicht, die hat er später auch vollkommen revidiert, weil er gesehen hat, dass das, was wir heute Globalisierung nennen, dass das gar nicht zu vermeiden ist. Mhm. Und das glaube ich, da hat ihm auch Istanbul geholfen oder überhaupt eine Auslandserfahrung, dass man eben sieht, die europäische Sicht und die Sicht von einzelnen Nationen, die ist eben sehr begrenzt. Und die wirklichen geschichtlichen Bewegungen, die gehen längst über Nationen hinweg. Das heißt, das Exil war nicht nur günstig dafür, dass er in dem Sinne den Freiraum hatte zu schreiben, unbeschwert, was das Gelehrtentum dazu sagt, sondern auch als Horizonterweiterung, genau. Was sozusagen den globalen Weltverkehr angeht, an Ideen und Vorstellungen. Einfach, dass er eine Alternative erlebt hat dort in Istanbul und dass er einen Abstand gewonnen hat, rein räumlich, aber sicherlich auch geistig, zu den Dingen, die in Europa stattfanden. Mhm. Wir haben einen letzten Autor, der für Sie wichtig ist, der mit dem Thema des Abstandes eigentlich auch gut zu verbinden ist, Karl Löwe, den Philosophen, Schüler von Martin Heidegger, einer der ersten Heidegger-Schüler, Freiburg in Marburg, auch jüdischer Herkunft, der 1933 nicht ins Exil ging, sondern mit einem Stipendium nach Italien, dem es sehr wichtig war, nicht als Exilant zu gelten, sondern als jemand, der freiwillig in Italien Distanz vom deutschen Getümmel nimmt und über Jakob Burckhardt nachdenkt, über Friedrich Nietzsche nachdenkt, zur Geschichte auf Distanz geht. Wie schätzen Sie diesen Exilanten ein, dessen Papiere auch in Marbach lagen? Also man muss schon sagen, dass er auch ins Exil, also er hat das nicht so gesehen, er wollte nicht bewusst sozusagen nicht Exilant sein. In die Exilantenkreise in Italien. Da gefiel ihm manches nicht, wie die diskutiert haben. Aber andererseits war er doch wirklich ins Exil gezwungen. Also er hatte noch einen Lehrauftrag in Marburg, aber da hingen schon Plakate, wieder den Undeutschen, sprich den jüdischen Geist. Und also er war wirklich, er wurde wirklich gezwungen. Und dann gab es die Gesetze gegen Juden. Also er ist gezwungen ins Exil. Und deshalb kann man auch von Exil sprechen, auch wenn er das selber vielleicht nicht getan hätte. Er war dann, er war in Italien, hat dort so lange gelebt, bis es auch für Juden dort schwierig war. Das ist ein typischer Fall, also zum Beispiel Karl Wolfskehl war zur gleichen Zeit in Italien. Der Stefan-George-Schüler, und der ist dann auch 1938, er wollte in das Land, was am weitesten von Deutschland entfernt ist, und ist dann nach Neuseeland gegangen. Löwet war auch 38 auf der Suche nach einem anderen Exilland. 36, glaube ich, oder? Oder 36 war schon, richtig. Ja. 36 war auf der Suche nach einem anderen Exilland. Er hatte Istanbul ins Auge gefasst, das hat nicht funktioniert. Und dann hatte er durch einen Zufall eine Stellung bekommen in Sendai, in Japan. Und zwar hängt das so zusammen, er hatte, als er noch in Marburg, im Zusammenhang mit Martin Heidegger dort lehrte, da hat er sich Geld verdient, oder ich glaube noch als Student sogar, da hat er sich Geld verdient, indem er Japaner, die ja häufig zu Heidegger kamen, Japanern Unterricht gab in deutscher Sprache. Und einer von denen war eben dann später ein Philosophieprofessor in Sendai, der Graf Kuki, und der hat ihm dann eine Anstellung verschafft. Das war also ein Riesenglück. Löwet konnte sogar mit seinen Möbeln umziehen. Also sehr, sehr unterschiedlich sind auch einfach die Arten, wie jemand ins Exil ging. Manche, wie Nelly Sachs, mit einem Koffer
Karl Löwert mit seinem ganzen Hausrat. Es gibt da Fotos aus Sendai. Sendai ist ja so eine Art Heidelberg da, also eine sehr schöne Stadt. Das heißt, eine feine, gut geordnete, sehr, sehr kultivierte Stadt und Universitätsstadt auch. Und dort sieht man, da gibt es Fotos, die ihn in seinem Arbeitszimmer zeigen. Das ist praktisch ein deutsches Zimmer dort. Ja. Also ein Stück, was wir letzte Woche hatten mit Jerusalem, wo Gershom Scholem und andere eine deutsche Gelehrtenbibliothek in ganz einfache Behausung bringen und dort auch ein Sender sozusagen eine deutsche Gelehrtenstube mitten im asiatischen Raum in Japan. Ja. Eine ganz andere Kultur. In einer anderen Kultur. Also er hat dann bemerkt in vielen Briefen, aber auch in seinem Tagebuch, was noch gar nicht vollständig veröffentlicht ist, hat er bemerkt, dass er mit den Studenten fast da weitermachen konnte, wo er in Marburg aufgehört hatte, weil die alle so interessiert waren an deutscher Philosophie, dass die auch wirklich auf dem neuesten Stand waren. Aber er hat dann, je länger er da war, desto mehr gemerkt, dass das eigentlich etwas Oberflächliches ist. Diese Kenntnis und die Begeisterung für deutsche Philosophie, dass eigentlich die Kulturen doch wesensverschieden sind. Und je länger er dort war, desto mehr hat er eigentlich gesehen, wie wenig er Japan verstand. Und wie wenig die Japaner die Deutschen verstanden im Kern, oder? Wie bitte? Und wie wenig die Japaner die Deutschen im Kern verstanden, oder? Ja, das genau. Anliegen der deutschen Philosophie. Das ist sozusagen der kulturelle Austausch kann etwas sehr Oberflächliches sein. Und bevor er wirklich Tiefen erreicht, braucht es eben mehr Verwandtschaft der Kulturen oder auch längere Zeit zur Auseinandersetzung. Karl Löwert hatte aber auch Japan einerseits, wie man aus dem Tagebuch sieht, ganz als Ethnologe betrachtet. Ja, also er hat da aufgeschrieben, wie die Japaner sich die Zähne putzen, wie sie sich im Bad verhalten, wie sie die Geishas spielten da eine große Rolle und die Landschaft, auch die... Also die Lebenswelt im weiteren Sinne. Genau, also auch das Alltagsleben. Also da war er vielleicht beeinflusst sogar von Jakob Burckhardt, von dem er ja vorher geschrieben hat, mit dem er vorher sich beschäftigt hatte. Und hat eben auch gerade dieses Alltagserleben sehr festgehalten, fast wie ein Ethnograf. Und andererseits hat er aber auch versucht, sich das philosophisch zu erklären. Und er hatte natürlich, er war ein begeisterter Schopenhauer-Leser in seiner Jugend. Das war ja der erste Philosoph, der auch mit fernöstlicher, gerade buddhistischer Philosophie sich beschäftigt hatte. Und gerade dieses Spirituelle, dieses buddhistische, auch shintoistische Element in der japanischen Religiosität, das hat er sehr hervorgehoben, sich sehr damit beschäftigt. Er hat auch Zen-Training gemacht bei einem Mönch dort in der Nähe. Und weil er dachte, dass diese buddhistische Philosophie eine Alternative ist zum europäischen Irrweg. Während in Europa, auch verbunden mit der Subjektphilosophie seit der Neuzeit, es immer darum geht, dass man irgendwas macht, dass man alle Probleme irgendwie tatkräftig löst. Und wenn irgendwas, ein Leid auftaucht, dann möchte man es beseitigen. Und während eben das die Haltung der Europäer ist, das ist übrigens ganz ähnlich, wie das zum Beispiel Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung beschreiben. Dieser Drang des Subjekts, die Welt zu beherrschen in Europa. Und genau das Gegenbild sah er dort in der dort kosmozentrischen Weltbild dieser Religionen, wo es eben darum geht, auch die Naturgewalten als solche einfach hinzunehmen und zurechtzukommen und nicht sofort bei jedem Problem zu sagen, wie lösen wir das jetzt technisch oder so, sondern einfach auch das als solches erstmal wahrzunehmen. Die Rolle, die Natur dort spielt. Das ist in den Tagebüchern seitenlang berichtet er, und zwar auch aus philosophischen Motiven, wie er die vielen Erdbeben dort erlebt oder wie er die Berge erlebt und dergleichen. Also man könnte sagen, er hat ja über Jakob Burckhardt geschrieben, über Nietzsche geschrieben. Bei beiden spielt die Kontemplation die Rolle, die Nüchternheit in der Einsicht über die Wiederkehr der gleichen Dinge. Dass Löwert sozusagen diese philosophischen Einsichten von Burckhardt und Nietzsche gewonnen, im japanischen Leben ein Stück beherzigt. Und
auch dort angeregt wird, ähnlich zu kontemplieren, anzuschauen, die Natur zu betrachten und nicht geschichtlich bewältigen, beherrschen, machen zu wollen. Genau, also er hat dann viele Parallelen gesehen zwischen der japanischen Kultur und der griechischen. Das liegt erstmal nicht auf der Hand, aber das verbindende Element ist eben diese Bewunderung für den geordneten Kosmos, für die Natur. Und die Schönheit. Und die Schönheit der Welt. Ne? Und das ist das zugrunde liegende Motiv war sicherlich auch dieses aus dieser, sozusagen aus dem europäischen Irrweg rauszukommen. Diesen Teufelskreis. In einem Teufelskreis, dass man irgendwie da entrinnt und von einer ganz anderen Warte mal die Sache ansieht. Und da war eben Japan für ihn eine Erleuchtung. Und interessant ist ja auch, dass er in dieser japanischen Zeit um 1940 herum ein Preisausschreiben beantwortet hat, das die Harvard University aufgesetzt hatte, wo es darum ging, nicht die Natur zu kontemplieren, sondern einen Blick auf die Erfahrung zu werfen, die man als jemand, der ins Exil gedrängt worden war, in Deutschland gemacht hatte. Sein Bericht, mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Wie erscheint Ihnen dieser Bericht, der später auch publiziert worden ist? Was ist Ihr Eindruck dessen? Das ist ein großartiges Dokument. Ja? Also nicht nur, da geht es eigentlich, wie der Titel, der war ja vorgegeben durch die Preisausschreiber. Da hat er natürlich nicht jetzt über den japanischen Alltag sich informiert, den nicht ausgelassen, beschrieben, sondern er hat beschrieben, was er in Deutschland erlebt hatte. Also das geht ja zurück bis in die 20er Jahre. Eine Art Geschichtsschreibung fast, ne? Ja, eigentlich eine Lebensbeschreibung in so in fragmentarischer Form. Und er hat aber auch beschrieben, was im Dritten Reich selber geschah. Und da sieht man, wie genau er sich informiert hat. Wir haben aus dieser Zeit in dem Nachlass von Hans-Georg Gadamer, der auch in Marbach sich befindet. Sein philosophischer Freund aus Marburg, muss man sagen. Also sein, genau, das also war auch Heidegger-Schüler, der ebenfalls in Marburg war und mit Löw engstens befreundet in diesen Jahren. Genau, die waren sehr eng befreundet. Und man muss es auch Gadamer zugutehalten, dass er immer an der Freundschaft festgehalten hat. Und wenn man jetzt den Briefwechsel liest, der praktisch zwischen Sendai und Marburg und später Leipzig hin und her ging während der Nazi-Zeit, da sieht man, wie interessiert Löwit war und wie er sich auch informiert hat. Ne? Also er wusste, was in Deutschland philosophisch geschieht, aber auch politisch geschieht und hat sich darüber wirklich ganz erstaunlich auch offen, wenn man die Zensurverhältnisse bedenkt, geäußert. Und die haben sich darüber gestritten auch, wie man sich zu bestimmten Philosophen verhält oder zu politischen Ereignissen. Und das ist eben, oder René König, der hat ihm, weil er eben wusste, wie sehr Löwit auch die Verhältnisse in Deutschland interessieren, hat er ihm eine Fotoserie beispielsweise geschickt aus einer Illustrierten. Das zeigt eben Menschen, die eine Rede von Adolf Hitler hören an ihrem Arbeitsplatz. Das war so eine ganze Fotoserie. Und die hat Karl Löwit doch sehr einleuchtend interpretiert. Er hat nämlich versucht, da aus diesen Fotos eine Art die Befindlichkeit des deutschen Volkes zu analysieren, die in ganz einem anderen Sinn als die Macher dieser Fotoserie sich das vorgestellt hatten. Und aus dieser Serie hat er dann auch einige Teile in die Lebensbeschreibung, in dieses Harvard-Paper eingeklebt. Wenn man nochmal sieht bei Löwit, also er guckt nach Deutschland zurück, er beurteilt auch viele Freunde aus Japan. Und wir hatten es in einem anderen Gespräch schon gehabt, dass das Thema der inneren Emigration, die Frage, wie hat man sich in Deutschland verhalten, wie hat man schreiben können in Deutschland, wichtig ist. Und Karl Löwit hat eine sehr eigene Auffassung, auch gerade im Blick auf seinen Freund Hans-Georg Gadamer, auf andere, auf seinen Lehrer Martin Heidegger, der ja auch in einer bestimmten Art und Weise sich recht aktiv angepasst hat, anfangs mitgemacht hat, sich dann später, sagt er selber, ein Stück zurückgezogen hat, aber in keiner Weise in eine Emigration ginge innerlich. Wie würden Sie sozusagen diesen Blick von Karl Löwit auf seinen Lehrer Martin Heidegger beschreiben? Was ist da signifikant? Ja, also das ist vielleicht gut, seine Einstellung zu Heidegger zu kontrastieren mit seiner Einstellung zu Gadamer. Ja. Also mit Gadamer hat er wirklich sehr, sehr intensiv gefochten in den Briefen. Und das ging bis dahin, dass er ihm vorgeworfen hat, dass er zu sehr sich anpasst, Gadamer und so weiter.
Und dann sagt er aber an einer Stelle, das fand ich auch bemerkenswert sozusagen, für doch auch eine Selbstdistanz und eine Selbstkritik, da sagt er, wenn ich es mir richtig überlege, weiß ich gar nicht, was ich getan hätte, wenn ich an deiner Stelle wäre. Das heißt, er ist nicht selbstgerecht, also, sondern weiß auch sozusagen, wie die Umstände jemanden beengen können. Und dass man sich anpasst ein Stück. Genau. Aber trotzdem auf der anderen Seite erlässt er auch Gadamer nicht sozusagen die anderen Kriterien, die es ja auch gibt. Mhm. Nämlich sich gegen eine widrige Umwelt auch zur Wehr zu setzen und auch öffentlich Stellung zu nehmen. Ja? Also das erlässt er ihm nicht, sagt aber gleichzeitig, ich habe gut reden sozusagen, weiß aber nicht. Mit Heidegger war es anders, weil Heidegger so eindeutig für den Nationalsozialismus Partei ergriffen hat. In der Rektoratsrede zum Beispiel. In der Rektoratsrede und allem, was man, also das hat, auch das hat natürlich Löwith aus Italien sehr verfolgt. Und er hat Heidegger noch einmal getroffen, und zwar im Jahr 1936. In Rom, und zwar in der Bibliotheca Herziana. Das ist eigentlich von Haus aus ein jüdisches Haus, was dann später für deutsch-italienische sozusagen Begegnungen genutzt wurde. Und dort traten eine Reihe von Geistesgrößen sozusagen des nationalsozialistischen Deutschlands auf. Auch Heidegger, er hat dort gesprochen über Hölderlin. Aber Löwith war nicht zugelassen zu der Veranstaltung, weil er jüdisch war. Also hat er sich aber trotzdem mit Heidegger verabredet. Heidegger hat das auch sozusagen akzeptiert. Und dann waren sie zusammen, haben sie Ausflüge gemacht. Ja. Und bei der Gelegenheit hat Löwith direkt zu Heidegger gesagt, Ihre Begeisterung für den Nationalsozialismus, die ist doch in Ihrer Philosophie angelegt. Das ist doch nicht jetzt so etwas Zufälliges. Das ist nicht zufällig und nicht unabhängig voneinander, sondern das ist richtig eine Konsequenz ihrer Philosophie. Und da, so schreibt er im Tagebuch, hat Heidegger rundheraus bejaht die Sache damals. Mhm. Das war im Jahr 1936. Und dann hat, das ist interessant auch sozusagen philologisch, dann beschreibt er eine Szene, wo er mit Heidegger einen Ausflug gemacht hat und Heidegger hätte die ganze Zeit geschmackloserweise das Parteiabzeichen am Revers getragen. Das beschreibt er auch in diesem Harvard-Paper, in seiner Lebenserinnerung. Wenn man jetzt das Tagebuch liest, dort taucht die Szene auch auf und sicherlich hat er sie da zum ersten Mal niedergeschrieben, aber in einer merkwürdigen Weise. Also diese Erinnerung an diese Begegnung 1936, die hat er geschrieben, während er schon von Italien nach Sendai auf dem Schiff war. Mhm. Und er hat alles Mögliche, den Dialog wiedergegeben und die Umstände geschildert und so weiter. Und hat dann aber erst in einer Ergänzung eingeschoben, die Geschichte von dem Parteiabzeichen erzählt. Mhm. Und wenn man nochmal schaut, Löwith in Japan, Erich Auerbach in Istanbul, beide bleiben nicht bis zum Ende ihres produktiven Lebens in diesen Exilorten. Karl Löwith geht schon 1941 kurz vor Pearl Harbor in die USA, rettet sich an eine amerikanische Universität. Erich Auerbach nutzt die Chance 1946/47 aus Istanbul noch mal eine große amerikanische Karriere zu starten. Er hätte auch sicher einen Ruf aus Deutschland nicht abgelehnt. Es gab Angebote, er geht in die USA. Ja. Auerbach bleibt dort, Löwith kehrt nach Deutschland zurück. Wie schätzen Sie das ein, diese sagen, außer amerikanischen Exilorte im Vergleich zu diesen Orten in den USA, wo sie auch Erfolg hatten, wo sie zum Teil bei Theologen mitdiskutieren, bei Philologen, aber auch ein Stück in diese alte Gelehrtenwelt zurückgeraten, beide. Mhm. Und doch auch in ihren Schriften zum Teil wieder diesen Habitus des Vollständigen, des Genauen, des westlichen Schreibens anlegen. Wie würden Sie da Unterschiede sehen zu dem Habitus in diesen weit entfernten Exilorten, wo eigentlich die europäische Tradition fern ist?
Ja, das, also die amerikanische, die nordamerikanische Kultur ist ja mit der europäischen viel eher vergleichbar und verwandt als, ja, als all diese anderen Kulturen, über die wir gesprochen haben. Und insofern ist in den Fällen von Karl Löwet, von Auerbach, auch von manchen anderen, wenn wir an Pintus denken oder an Hannah Arendt, da ist das doch eher eine Zeit gewesen wirklich des Arbeitens. Ne? Mhm. Oder denken wir auch an Ernst Bloch, der eigentlich dort am Hudson in einem kleinen Haus lebte, kein Geld verdiente, aber schrieb und schrieb und schrieb. Da kam er dann zurück aus dem Exil mit einem Koffer voller druckfertiger Manuskripte. Und dem Prinzip Hoffnung. Ja. Und also die amerikanische Zeit war für viele dann eine Zeit der wirklich konzentrierten Arbeit und auch der Aufarbeitung. Ja. Also im Fall von Auerbach und von Löwet ganz besonders, der Aufarbeitung all der Erlebnisse, die sie an anderen Orten, in fremderen Kulturen gesammelt hatten. Eine abschließende Frage zu Ihrem eigenen Selbstverständnis als Forscher und als Archivar. Wie würden Sie die Beziehung zwischen beiden Arbeitsteilen, Sie archivieren, Sie bewahren Papiere und Sie schreiben drüber. Was ist das für ein Verhältnis? Ja, also auf jeden Fall kein Gegensatz. Ne? Wenn man viel mit Archivalien zu tun hat, verändert sich der Blick auf Autoren, auf Literaturgeschichte oder auch Ideengeschichte. Inwiefern? Weil man doch, so ein Nachlass, also wenn man einen Autor nur von seinen Büchern kennt, dann ist das ein auch sehr intensiver Blick. Aber es ist nur ein Teil der Person und des Gedankenlebens und so weiter. Das Werk, also vielleicht nicht im strengen Sinn, aber wenn man die Produktion eines Menschen interpretieren möchte im Ganzen, dann tut man gut daran, sich die Archivalien anzugucken. Und das sind eben nicht nur, weil es da Entwürfe gibt, weil es da unveröffentlichte Werke gibt, Tagebücher, Briefe, die noch keiner kennt, sondern auch manchmal ist es einfach die Erscheinungsform eines Papieres, die etwas erzählt. Also beispielsweise bei Nelly Sachs einen Brief, den sie ganz oft in der Hand hatte. Das sieht man dem Brief dann auch an. Mhm. Oder Materialien, die jemand um sich hatte. Oder auch selbst sowas wie der Umfang oder die Zusammensetzung eines Nachlasses. Wenn man eben zum Beispiel sieht bei Karl Löwet, dass es da einen Nachlass fast nicht gibt, weil das alles auf den vielen Reisen, er ist ja einmal um die Welt gereist, vieles auch verloren gegangen ist. Mhm. Und all das trägt irgendwie dazu bei, dass man, dass eigentlich die Materialbasis, um einen Schriftsteller kennenzulernen, die ist einfach viel größer. Und deshalb kann man sich einbilden, da mehr zu erfahren, als man wüsste, wenn man nur die Bücher kennt. Das heißt, man hat einen Blick stärker auch für die geschichtliche Perspektive des Schreibenden, die im Exil noch mal wichtiger wird vielleicht, als wenn sie an vertrauten Orten leben, die wir auch schon uns vorstellen können. Ja. Herr von Bülow, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, für Ihr Erzählen über diese vier Persönlichkeiten, über das Erzählen über Marbach, ein Ort, an dem man auch selber als Forscher und als Gast sein kann. Sie haben ein großes Literaturmuseum auch ein Kollegienhaus, wo man leben kann, Leseseele. Also eine hervorragende, besondere Einrichtung. Übrigens auch in den Leseseelen, da fand auch Exil statt oder die haben was mit Exil zu tun. Also beispielsweise als Hannah Arendt 1975 in Marbach war, da trat sie, das weiß man aus den Unterlagen da dieser Leseseele, ja. Da traf sie damals Margot Ruben, die Witwe von Karl Wolfskehl, Ellen Otten, die Witwe von Karl Otten. Und zur gleichen Zeit saß im Lesesaal Egon Schwarz, der, wie man aus seiner Autobiografie Unfreiwillige Wanderjahre weiß, diese Autobiografie in Marbach geschrieben hat. Also Marbach war später dann ein Ort auch, wo sich Exilanten getroffen haben. Und sehr viel auch Exilanten aus Amerika. Das ist jetzt natürlich, das war eine Zeit, die ist jetzt eigentlich fast vorbei, weil es die Zeugen des Exils, die leben eigentlich nicht mehr. Also Marbach ist ein Ort, wo Exilpapiere bewahrt werden, aber auch ja. Exilanten sich selbst trafen. Richtig. Ja.
Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen allen wünsche ich eine gute Woche, bis in die nächste Woche zur nächsten Vorlesung. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.